so we should be able to tank a good amount. Yep. Yeah, so me and that, not me. Yeah, people just need to make sure to push off us and then we win. Moin und hallo Leute, herzlich willkommen bei mir. Ich bin unterwegs in der King Crab mit der Triple Null. Ich hatte noch eine vierte über und da wurde ja das HSL Quirk in einfach Ballistik plus 1 umgeändert. Ich weiß gar nicht, ob die Ultra C20er vorher so ging oder auch nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall zwei Ultra C20er verbaut und zwei Snubnose PVCs, einfach weil ich es noch nicht hatte. I am Mech and I assault. Yes. Ich war das nicht, Kollege. Gut, das hat die zum Glück auch keiner getroffen. Sie haben aber scheinbar irgendeine Unterhaltung. Ich habe nicht zugehört, weil ich jetzt selber immer die ganze Zeit rede, wenn ich ein Video aufnehme. Das Zuhören ist schwierig, also bei Trash Talk vor allem. Also wenn gleich irgendwelche wichtigen Ansagen kommen oder so, dann bin ich natürlich voll dabei und aufmerksam und die pure Kompetenz vielleicht. Aber wahrscheinlich nicht. So, und wir sind hier gerade fein unterwegs am Natschen. Von daher kann ich noch auch mal eben erzählen. Ihr könnt inzwischen Legendary Max für Mac Credits kaufen. Nicht alle. Und ihr bekommt den Battle Pass nicht dazu. Den gibt es nur, wenn ihr sie für echt Geld, für bare Münze kauft. Wenn ihr sie für Mac Credits kauft, ist es quasi einfach eine Hero Mac. Was aber auch schon cool genug ist, weil es gibt ja schon ein paar sexy Dinger. Und es werden pro Monat immer zwei weitere Legendaries freigeschaltet, die ihr für Mac Credits kaufen könnt. Und in dem Fall sind es diesen Monat der War Emu und Scale Shot gewesen. Was ist bei mir? Ein Annie. Okay, Cybad. Und. Moment. Annie ist nicht gefährlich, wir können einfach weiterlatschen, alles klar. Und alle Legendaries, die älter sind, sind tatsächlich auch bereits für Macrillis verfügbar. Wenn ihr also unbedingt den Juggernaut Fafnir haben wolltet, weil der geil ist, dann könnt ihr da jetzt zuschlagen. Wie gesagt, ohne Battle Pass, wenn ihr jetzt für Macrillis kauft, aber sexy ist es ja trotzdem, gell? Ja, so sieht's aus. Deshalb, ich habe mir auch den War Emo geholt und auch schon ein paar andere, die halt nett und interessant sind. Oh ja, oh. Ich muss diesen Berg jetzt hoch und verderben sehen. Kommt irgendjemand zu mir? Irgendjemand, der einfach jetzt hier um die Ecke guckt. Klatsch! Hang! Voll in, ich hab geträumt. Fuck. Voll in die... Pang in die... Die Pang in die Fresse. Patz. Nein, ich geh... Da poppt hat's. Jump the Max ist zu schwierig. Ich geh runter, was langsamer ist. Das Problem ist die Waffenkonvergenz. Wenn ich nach hinten ziele, also wenn er... hier immer drüber springen würde und ich würde dahin ziehen, dann würden die Waffen auch da hinten auf den Punkt ziehen. Also so ein bisschen versetzt treffen und nicht in der Mitte als Punkt einfach reingestanzt ziehen Schaden. Ja, aber im Prinzip egal, Hauptsache Schaden an dem Ding, aber naja. Da oben ist der Red Reaper, er freut sich großer Beliebtheit, muss ich sagen. Also ich habe schon viele gesehen heute Abend. Viele Mechs und Builds ausprobiert. Der Urban Mech stirbt wahrscheinlich gerade. Ja, der geht tot. Ich will zu dem Assault. Assaults sind genommen, meine Kragenweite. Gib sie mir. Lass mich durch, alle ganz wild hier. Babam. 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 Was schießt mir in den Rücken? Okay. Sovereign. Sorry, Bro. Lass mich mal hoch hier. Weg da, Polizei! Mann! Leute, stellt euch nicht so viel da in den Weg hin! Overrides on, overrides on! Ne, hat mich komplett nicht bemerkt, sorry, Bro. Ja, yeah, sorry, Gott, ja. Ooh, I like my rifle, man. It looks like it's flat. Oh, das hier richtiges Gemosche! India is open. You guys are up 3, you guys can probably get a little, start getting a little more aggressive. India, nice. Okay, India. Stell dich nicht dahin, Mann. Das ist meine freie Bahn zum Kills machen. India. Keep going, keep going, keep going. Ja. Du musst jetzt auch vorwärts laufen, Alter. India. India da. Hast ihn gekriegt, immerhin. Okay, scared to take damage and give it out. Na komm, wir circlen jetzt einfach hinterher. Vorwärts immer, rief jetzt nimmer. Yes,
Oh, hot, hot! Flags. Die kommen hinter mir. Left flag, left side, left side, flag, left. Das ist fucking Sonoma. Leute. Oh ja, yeah. Get that right, get that right. Hey. Was machst du? Good shit. Sorry, I was too slow there, boys. Na, was hast du zum armen Bein? Ist mir egal. Oh Gott, ich geh kaputt, ich geh kaputt. Ich explodiere. Ich muss wieder hochfahren, ich bin wieder fertig. Weiter geht's. Ich habe noch die starke Seite. Die schießen auf mich, das darf mir nicht gefallen lassen. So, Return of the King Crab. Krabbenklaue! Oh. So. Und das Warhorn ist ja einfach richtig geil, ich liebe das. Erstmal, dass ich es ausprobiert habe. Sexy time. GG. Well played. Harr. Oh, das hat sich gut angefühlt. 4 KMDD, 3 Kills, 1 Solo, 920 Damage. Eine Maschine, Leute. Wir gucken uns noch eben die Stats an. Bevor ich euch verabschiede, die gehen mögen, denkt dran, ich streame auf der Twitch, der Link in der Videobeschreibung. Und ja, wenn euch den Bild nicht anschauen möchtet, ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Alle anderen, geradeaus, rechts rum, die bunt leuchtende Tür in Regenbogenfarben, da geht's ins MacLab. Wir schauen uns den Bild einmal an. Er hat Waffen. Er hat 2 Ultra AC20 und 2 Snapnose PPCs. Und es macht bam, 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 wup, wup, wup. Es war halt wunderschön. Ich bin gerade so ein bisschen auf einem kleinen Adrenalin-Rausch, Mann. So. Hatte ich noch ein bisschen rumstehen, das Ding hier. Da hatte ich noch kein Bild eingebaut in das Teil. Und jetzt so, es ist fertig. Hell yeah. So, MacLab. Rein kriegt man das Ding mit der 325er Light Engine, Endosteel Double Heat Sinks. Es ist risky, Moon im Kopf und im Seitentorso, aber das ist eigentlich so schnell weggearbeitet am Anfang des Matches, dass hier die Panzerung tatsächlich noch nicht weg ist, sondern bevor die Munition verbraucht ist. Und wenn ihr dann da irgendwo einen Crit kriegt, trifft es wahrscheinlich eher einen Heatsink oder so, weil die Munition ist schon weg. Ist ein bisschen gegambelt, aber nicht so schlimm, wie man denken mag. Ich meine, man könnte auch das Heatsink rausnehmen und dann die Munition verteilen. Mit dem Case ein bisschen sicherer leben und noch eine Tonne Munition reinstecken. Aber für mich reicht der Munitionsvorrat, glaube ich, so. Und dafür das eine Ding für etwas mehr Hitzeeffizienz noch. Er kühlt ja ganz gut runter, man muss sich ja halt zurückhalten. So, also für mich ist das ein runder Bild, das funktioniert einfach fein. Die Skills, da haben wir Cooldown, Range. Ist halt ein Brawler, Range mitnehmen ist immer nett, dass man irgendwann auf 300 Meter fast arbeiten kann. Aber 270 Meter und drunter ist auch noch nett. Heat Generation, Velocity, dass die Projektile und die Blitze schneller zum Gegner fliegen, mehr Munition. Wenn die Dinger jammen, dass das Ganze schneller vorbei ist. Panzerung, Geschwindigkeit, alles für Hitze. Hier den Seismic und für die extra Cool Shots. Das ist halt so. Inzwischen habe ich einen relativen Standard, so was ich reinskille. Ne? Ich bedanke mich herzlich fürs Zugucken, Leute. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ist auch schick einfach, ne?